Die unfassbare Beschleunigung eines F-16-Jets allein ist schon spektakulär. In unsere Bestenliste hat es dieses Video aber aus einem anderen Grund geschafft. Direkt nach dem Start zieht der Pilot sein Flugzeug praktisch senkrecht nach oben. Innerhalb von nur 45 Sekunden erreicht er so eine Höhe von 15.000 Fuß, umgerechnet über 4,5 Kilometer. Nicht nur seinem Passagier gefällt's, der glücklich die Arme hochreißt. Unser Platz 4 der beeindruckendsten Kampfjet-Videos. Extreme Präzisionsarbeit ist bei diesem Manöver vonnöten. Zu sehen ist, wie ein F-35 Tarnkappenjet bei einem Übungsflug der US Air Force über Arizona in der Luft betankt wird. Die Pilotin Jenna Bickham filmte das Ganze. Zentimeterarbeit in luftiger Höhe, unser Platz 3. Na, erkennen Sie diese Szene wieder? Richtig, sie stammt aus dem allerersten Trailer des neuen Star Wars Films. Ein Thema, um das wir dieser Tage nicht herumkommen. Mit viel Liebe zum Detail hat die Besatzung des Flugzeugträgers USS Dwight D. Eisenhower den Clip nachgestellt. Und im Gegensatz zu den Schauspielern im Film sitzen die Piloten dabei in echten Jets. Unser Platz 2. Doch dieses Video und vor allem dieser Pilot stellt das noch einmal locker in den Schatten. Nicht nur spektakulär, nein, auch lebensgefährlich ist der Augenblick, den die Kamera im Cockpit des Tschechen aufzeichnet. Denn plötzlich gerät ein Vogel in eines der Triebwerke. Er funkt sofort Mayday. Aus Sicherheitsgründen müsste er jetzt eigentlich die Maschine schnell verlassen. Genau für solche Fälle gibt es Schleudersitze. Doch stattdessen entscheidet er sich dazu, die Landung zu wagen. Er bremst seinen Kampfjet ab und glaubt fest daran, seine Maschine trotz der Beschädigung sicher auf den Boden bekommen zu können. Die Landung gelingt tatsächlich und damit nicht genug. Dem Piloten mit den Nerven aus Drahtseilen ist danach sogar schnell wieder zum Scherzen zumute, denn er meint nur, hoffentlich wird mir der Schaden nicht vom Gehalt abgezogen. Die extrem coole Reaktion auf einen Vogelschlag, unser verdienter Platz 1.